Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die liebe Box von Erika. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Liebe von Erika, so sieht das Ganze aus. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So. Es ist das zweite Album von Erika diesen Jahres. Das erste damals nur auf Vinyl erschienen und dieses Album jetzt liebe auch in Boxform. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier oben einmal Erika, dann haben wir hier unten Liebe, links EYSLW, also Eyes Low, und rechts dann produziert von Danny Drama zu lesen. Und in der Mitte haben wir dann hier so eine Tablette bzw. so ein Herz, das hier auseinanderbröselt und hier in der Mitte gebrochen wurde. Blau, blau, blau auf den Seiten. Und auf der Rückseite haben wir einerseits Credits und Barcode. Und dann haben wir hier den Boxinhalt aufgelistet. Hier lesen wir Album-CD mit 12-seitigem Booklet, Instrumental-CD, 64-seitiges Liebe-Magazin, exklusives Liebe-T-Shirt in Weiß mit Backprint, Sticker-Sheet mit 5 Sticker, signierte Erika-Postcard und Liebe-Poster. Sehr gut. Rein so von der Box ist es eine reguläre Klappbox, bedeutet, wir machen das Ganze dann hier auf der Seite auf. Allerdings, also entweder klemmt es hier oder es ist wirklich noch zugeklebt, weil... Okay, geht doch. War doch nicht zugeklebt. Ging nur etwas streng auf. Also, wir haben hier einmal das Shirt. Dann haben wir hier, das dürfte wohl die signierte Postcard, also diese Autogrammkarte sein. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Das Album an sich. Das Liebe Magazin. Und das Poster. Von innen die Box glatt schwarz. Machen wir mal wieder zu. So, und nachdem hier das Shirt und das Album noch in Folie sind, werden wir das mal aus der Folie holen. So, einmal das Shirt und dann, ups, natürlich das Album. So. So sieht das aus, also vom Cover her ident wie auch schon die Box. Auf der Seite lesen wir dann Erika Liebe und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir hier Tracks bzw. Features von Genesis, Corson, Big B, Quam E und Donatello. Und wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Tracks, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Auch hier wieder die Credits mit drauf. Und hier lesen wir dann auch noch Macht mehr Liebe. Gut, dann schauen wir mal in das Booklet. Jawohl, hier lesen wir auch nochmal Macht mehr Liebe. Hier diese beiden Damen, die sich hier ein zerlaufendes Eis teilen. Das ist ja auch das Cover dieses Magazins hier. Kommen wir gleich noch dazu. Rechts Erika mit Sonnenbrille. Eyes Low. So sieht das aus. Weitere interessante Grafiken oder Malereien. Jawohl. Und zum Abschluss noch jede Menge Buntes, sehr spannendes Booklet. Und dann haben wir hier zum Abschluss noch dieses Gesicht und Amore. Gut, dann haben wir die CD, diese auch wieder farblich passend, in diesem dunkelblau und weiß gestaltet, Erika Liebe, Rückseite blank blau. Dann eine Instrumental-Version. Und zwar haben wir hier die Instrumentals zum Album, wir haben hier die Tracks drauf und das Ganze kommt in einem Digisleeve, in einer Papphülle, so rum, jawohl.
also die Instrumentals zum Album auf dieser CD. Ein Poster ist mit dabei. Schauen wir mal hinein. Und zwar sieht das Poster so aus. Wir haben hier wieder so zwei Anime, ja, Manga bzw. Comic-Damen, die aufeinander liegen und kurz davor sind, sich zu küssen. Und hier lesen wir dann auch wieder Macht mehr Liebe und Eyes Low. Das Ganze ist im Hochformat und Rückseite blank-weiß, also einseitig bedruckt. Eine Autogrammkarte, diese relativ unüblich quadratisch und auch nicht hier signiert, sondern auf der Rückseite hier mit silbernem Stift ERR lesen wir hier, also Erdeka hier unterschrieben. Ein Shirt ist auch noch mit dabei, aber bevor wir zum Shirt kommen, schauen wir uns erstmal noch dieses Magazin an. Und zwar lesen wir hier Liebe Mag bzw. Meg, Eyes Low. Und dann haben wir hier diese beiden Damen, die wir auch schon aus dem Booklet kennen, die sich hier ein Eis teilen. Auf der Seite lesen wir hier nichts, auf der Rückseite ebenso wenig. Hier lesen wir nur Eyes Low 2018. Und dann haben, oh, der ist hier reingerutscht oder nein, der wurde hier wirklich angeklebt. So, jetzt werde ich nur kurz diesen Klebetropfen hier wegmachen. So. Also bevor wir das Booklet bzw. dieses Büchlein durchblättern, wir haben hier noch so einen kleinen Stickerbogen und dann haben wir hier 5 Sticker mit dabei. 2 hier kreisförmig, 2 ellipsenförmige und dann hier noch Macht mir Liebe rechteckig. Also 5 Sticker gibt es oben drauf, diese ebenfalls in dunkelblau und weiß gehalten. Sehr schön. So, aber jetzt kommen wir zu diesem Liebe Magazin. Du fragst, was ist das für ein Beat? Okay. Frag mich nicht, Danny Drummer war der Schmied. Also, Danny Drummer, ja, der Produzent dieses Albums, der wirklich jeden Track hier produziert hat. Und dann haben wir hier diverse Worte an uns gerichtet. Also, ich lese nochmal kurz rein, die ersten Sätze. Yo, wenn du diesen Satz hier lesen kannst, bist du stolzer Besitzer meiner limitierten Liebe-Fanbox. Dafür möchte ich mich natürlich bedanken und dir ein bisschen was über mein neues Album erzählen. Daniel, der Produzent des Albums, und ich kennen uns schon ein wenig länger. Ich kenne ihn aufgrund seiner elektronischen Releases wahrscheinlich schon ein bisschen länger als er mich. Ich wusste schon immer, dass er ein sehr guter Produzent ist. Okay, okay. Also, das ist so das Intro. Da dürfte Erdeka wohl einen Text verfasst haben, wie es zu der Zusammenarbeit mit Danny Drummer gekommen ist. Das Ganze ist dann hier immer noch unterlegt mit Fotos der beiden. Und dann schauen wir mal weiter. Also dieses Liebe-Magazin hier voller Grafiken und hin und wieder auch ein paar Texte mit dabei. Aber hauptsächlich hier wirklich Fotos. So sieht das aus. Schön gemacht. Gut, und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt und das ist sehr spannend, denn das Shirt ist blank-weiß auf der Vorderseite, komplett in weiß gehalten und wir haben hier lediglich einen Backprint und zwar haben wir hier Eyes Low Love Edition for Promotional Use Only. Alles klar. Ansonsten, wie gesagt, wirklich komplett weiß, bis auf diesen Backprint. Und wir haben es zu tun mit einem, kenne ich gar nicht die Marke, Lamm-Beste. Ich hoffe, dass ich das hier richtig ausspreche. Das Ganze ist in der Größe L und wir haben es zu tun mit 100% Baumwolle, made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier das weiße Shirt. Wie gesagt, von der Vorderseite wirklich sehr schlicht gehalten, einfach glatt weiß. Hier gibt es absolut nichts zu sehen. Und dann haben wir eben den Backprint mit diesem dunkelblauen Aufdruck. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Das Liebe Mag, also das Liebe Magazin. Die 5 Sticker auf diesem Stickerbogen hier, die unterschriebene Autogrammkarte quadratisch, das Poster einseitig bedruckt im Hochformat, die Instrumentals im Digisleeve
und natürlich das Album an sich, und dieses kommt im Standard Jewel Case. Das alles in dieser wunderbaren Box Liebe von RDK. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr RDK unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.